wackelt ja ziemlich. Aber das Motorrad an sich hat keine Vibration. Der Maschine, sie ist oben herum ziemlich schwer. Jetzt bei der Fahrt merkt man das nicht, aber beim Rangieren, wenn man sie schiebt. Also wenn man sie schiebt, oben sitzen die beiden Akkus. Jeder Akku wiegt 19 Kilo, also ungefähr 40 Kilo sind oben zu bewegen. Unten sitzt der Elektromotor natürlich, das Ladegerät. Die ist nicht so, also sie hat das Gewicht einer Adventure, wenn ich das mal so vergleichen darf, aber mal eben so hinten umsetzen oder so wie bei meiner EC, das geht so nicht. Auch diese Geschichte mit dem Gasstoß, dass das Vorderrad zum Mischen leicht wird, wenn man über Hindernisse fährt, das muss ich auch noch gucken. Das ist wohl durch den Antrieb auch verändert. Dadurch, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch zu schwer, vielleicht muss ich auch einfach noch mehr üben. Aber eigentlich bei der EXC so über Baumwurzeln leichter Gasstoß ist sie vorne hochgekommen. Das ist hier nicht ganz so einfach. Also diese kleinen Fitzen meine ich damit jetzt nicht. Ich weiß, dass man eine KTM Freerider, die kann im Wasser umkippen, untertauchen und man kann weiterfahren, wie es hier mit aussieht. Mit diesen Hochspannungskomponenten hier an dieser Maschine. Ups. Ja, die Reifen sind sehr rutschig. Das sind die, ja, wie war es noch? Pirelli Scorpion. Ah, gemerkt. Also dafür muss oberes Profil gefahren werden.
aufpassen, dass ich nicht so ausrutsche, dass meine Kamera dann nochmal drauf geht. So. Jetzt muss ich, glaube ich, hier rein. Sonst hört ihr. Das ist dabei. Also man hat ja keine Kupplung. Und so wie eben, wenn es ein bisschen wackelig wird und dann bewege ich zurückartig die Gashand, geht das ja sofort aufs Hinterrad. Das ist so ein kleiner Nachteil vielleicht bei schwierigen Geländesektionen, wo ich sonst ein bisschen mit der Kupplung gespielt habe. Ja, oder auch wenn man im Standgas dahin rollt oder absteigen muss, zu schieben im Standgas. Wenn man dann so ein bisschen strauchelt, dann bewegt man dabei gleichzeitig den Gasgriff. Ich hoffe mal, ich schrecke hier keinen Reiter auf. Ich weiß, als Bekannte von mir hier verreiten. Und dass der Tinker gerne mal durch. Hätte ich jetzt schon immer die gesamte Nachbarschaft alarmiert. Sag ich mal so, ja. Man hat immer schon geguckt, wer fährt da.
hat, weil, wie gesagt, weil er nicht so die Motorbremse hat. Wenn ich ein Smartphone hätte, was ich bis jetzt vermieden habe, mir anzuschaffen, dann könnte ich den Custom Mode damit konfigurieren und dann kannst du praktisch sagen, wie stark er abbremsen soll und wie schnell er beschleunigen soll und sowas. Das kannst du dann selber einstellen. Das kann ich jetzt nicht. Das geht nur über Bluetooth und dieses App, was man braucht, und dann über ein Smartphone. Man kann hier das Smartphone befestigen und da hat man nochmal großen Tacho und Verbrauchsanzeige und all solche Sachen. Irgendwelche Speicher habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich habe nur ein Prepaid-Handy. Ganz einfach. Ein Outdoor-Prepaid-Handy. Und ich auch noch mal gern paddeln, aber hier hatte man eigentlich und neben dieser Brücke einen Kanu-Anleger gemacht, aber jetzt ist das alles Naturschutzgebiet. Da hatte man, glaube ich, 20.000 Euro investiert hier, um 5 Stationen einzurichten. Jetzt ist das alles Naturschutzgebiet, muss ja alles wieder entfernt werden, also durch die Europäische Union praktisch. Hat man vorher das Geld investiert und dann muss dann alles wieder abgebaut werden. Dass der Wild aus dem Gebüsch kommt.
zu Hause bin. Ja, aber da war ich jetzt nochmal. Das. Wollen wir mal nicht da über die Brücke fahren, wo jetzt die Fahrradfahrer die Aussicht genießen. I don't know.